Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Ausgabe von Leben aktiv. Ja, endlich ist es soweit, die neue Staffel startet und wir starten gleich noch einmal mit einem bekannten Thema, von welchem Sie jetzt schon öfters gehört haben. Wir haben öfters die Wiederholungen gebracht und jetzt sind wir aber wieder da mit aktuellen Ausgaben. Ja, wir haben unser Studio gezügelt und alles funktioniert wieder und ich freue mich, darf ich jetzt wieder für Sie da sein mit interessanten Gästen. Und ich möchte auch gar nicht lange um das Thema herumreden. Sie haben einige Wiederholungen schon gesehen von den Produkten, die neben mir stehen von Renova Worldwide. Und wir haben einige Erfahrungsberichte auch gehört in den vorangehenden Sendungen. Jetzt wollte ich gerne einmal mehr wissen. Ich wollte mal mehr eintauchen in diese Spezialprodukte und ich wollte gerne von einem Fachmann wissen, was denn die Produkte so speziell macht. Denn wir haben sehr viele Zuschriften bekommen, Leute, die uns gefragt haben, was ist es denn genau, was macht es denn speziell? Und da sind nicht wir hier von Leben aktiv die Fachleute, aber da gibt es Fachleute, die das wissen. Und so einen habe ich heute bei mir und deswegen begrüße ich ganz herzlich den Dr. Stefan Rau. Ja, ich grüße dich auch, Ray. Schön Gruß aus Deutschland in die Schweiz. Ja, schön hast du dir nochmal Zeit genommen bei diesem wunderbaren Wetter. Während wir hier die Sendung aufzeichnen, da scheint die Sonne draußen und ich habe dir vorher schon gesagt, du siehst schon so sommerlich aus, ja? Ich glaube, du hast die Sonne schon etwas genossen. Ich habe die Sonne schon etwas genossen, klar. Perfekt. Ja, Stefan, ich habe es vorhin schon angesprochen, wir hatten ja jetzt schon 2-3 Sendungen, wo es um die Produkte von Renova Worldwide ging, um diese Sticks mit Vitaminen und Mineralien und wir haben sehr viele Zuschriften bekommen, was es denn eigentlich genau ist. Jetzt würde mich an erster Stelle mal wundern nehmen, es gibt ja so 3 Basisprodukte, mal einfach ins Thema, ins Thema einzusteigen. Was ist es denn eigentlich? Was ist dieses Produkt? Ist es ein Multivitamin oder wofür ist es gedacht? Zunächst mal ist die Anwendung eine besondere, weil wir haben hier ja so Sticks, die man einfach in den Mund nehmen kann, ja, und dann einfach so lange im Mund lässt, also alleine schon die Applikationsart ist eine besondere. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir haben hier eine ausgewogene Nährstoffbalance von 36 verschiedenen, ich sag mal, Mikronährstoffen. Dazu gehören neben den Vitaminen natürlich auch die Mineralien und das nach noch 3 Aminosäuren drin. Das ist so ein kurzer Überblick über den Inhalt dieser Sticks, die eigentlich von der Applikationsart und auch von dem Inhalt her einzigartig sind im kompletten, Vitaminmarkt. Spannend. Das heißt, im Prinzip ist das Produkt dazu gedacht, ein Multivitamin zu ersetzen oder hat es noch ein anderes Anwendungsgebiet? Die Geschichte von den Renova-Produkten ist eine etwas längere und schon ungefähr um die 24 Jahre alt. Und man hat damals versucht, Produkte zu entwickeln, die bei verschiedenen, psychischen und neurologischen Erkrankungen wirken können. Hat sich so ergeben und man hat festgestellt, dass diese Formulierung, diese Galenik oder diese Zusammensetzung dieser Stoffe über die letzten 20 Jahre sehr gut funktioniert hat und verschiedene Universitäten haben dann damit auch geforscht und haben diese Produkte eingesetzt bei verschiedenen neurologischen oder psychischen Erkrankungen. Das fängt an bei Autismus, ADHS und geht hin bis zu Parkinson. Und man hat gesehen, dass diese Produkte außergewöhnlich gewirkt haben. Und da ist also schon eine lange Geschichte in der Entwicklung dieser Produkte dahinter. Es gibt auch, ich habe dir das ja geschickt, so eine Zusammenfassung von 36 Studien, die gesammelt worden sind seit ungefähr 2000. Und das ist schon außergewöhnlich. Und jetzt habe ich auch gerade hier die Tage erfahren, dass zwei dieser Forscherinnen, die mit diesen Produkten arbeiten, hierzu ein Buch geschrieben haben. Wow. Auf Englisch ist das allerdings. Die Forscherinnen kommen aus Kanada bzw. aus Neuseeland und es arbeiten mittlerweile 50 verschiedene Forscher an verschiedenen Universitäten mit diesen Produkten. Und wir haben im Prinzip bei Renova eine Weiterentwicklung. Also ich sag mal, es unterscheidet sich schon definitiv von anderen Vitaminen. Ich würde mal sagen, diese Produkte von Renova sind ein richtiges Brain Food. Spannend, du hast ja auch vorher erwähnt, die Applikation, die ist schon so entscheidend. Macht denn das schon einen großen Unterschied, wenn ich das Pulver direkt in den Mund gebe, wie wenn ich jetzt als Beispiel eine Kapsel oder eine Tablette schlucken würde?
Da haben wir schon den ersten Punkt, wo sich natürlich die Renova-Produkte essentiell unterscheiden von anderen Vitaminen. Man muss ja sich vorstellen, dass wenn ich jetzt irgendwelche Kapseln, wo gar nichts gegen spricht, dass man auch Vitamine nimmt. Ich bin auch jemand, der immer gerade in Winterzeiten auch sein Vitamin D so zu sich nimmt. Aber du kannst dir vorstellen, dass alles, was wir nehmen, über Kapseln, Tabletten etc., muss durch den ganzen Magen-Darm-Trakt durch. Und hier ist jetzt eine Schnittstelle. Vielleicht hast du schon mal den Begriff Mikrobiom gehört. Mhm. Mit Sicherheit der eine oder andere Zuschauer vielleicht noch nicht, dass hier ein bestimmtes Milieu an Bakterien da sein muss. Und da hängt es natürlich bei dem einen oder anderen individuell davon ab, was denn überhaupt von dem Vitamin C oder wie auch immer aufgenommen wird über die Darmwand. Also da spielen schon ganz wichtige Faktoren eine Rolle, dass überhaupt das Vitamin, was ich nehme, überhaupt ankommt. Und das muss dann noch natürlich über den Blutkreislauf verstoffwechselt werden beziehungsweise transportiert werden zu den verschiedenen Organen über die Leber. Und das sind natürlich sehr viele Faktoren, die ein ganz normales Vitamin schon ein bisschen einschränken. Also nicht immer wird auch ein Vitamin, was man so im Supermarkt kauft, erkannt als Nahrung. Und das ist für mich eigentlich ein wichtiger Punkt, das hinterfrage ich auch immer. Ich sage mir, was hast du denn überhaupt für ein Vitamin genommen, wie viel? Ist es natürlich, wir haben ja auch eine natürliche Basis an diesen Dingen, die wir hier in den Renova-Sticks haben. Da unterscheiden sich die Vitamine, die man so am Markt kriegt, durchaus von dem, was wir hier bei Renova haben. Und wir setzen es ja ein über den Mund, jetzt diese Renova-Sticks, und lassen es einfach, ich sag mal, eine halbe Minute im Mund. Es speichelt dann sehr stark ein. Und es wird dann auch relativ schnell von den Mundrezeptoren aufgenommen. Es landet relativ schnell auch da, wo es eigentlich sein soll. Da hast du einen, denke ich, sehr wichtigen Punkt angesprochen. Man sieht ja viele Multivitaminpräparate, wie du sagst, auch im Supermarkt. Und es ist ja so, auch wenn man als, ich sage jetzt mal als Laie, das nicht unbedingt sieht, auf dem Label, es ist ja nicht jedes Vitamin gleich Vitamin. Also B12 ist nicht gleich B12 und Vitamin C ist nicht gleich Vitamin C. Da gibt es ja doch ganz, ganz gravierende Qualitätsunterschiede. Gerade eben auch, was die Absorption im Körper angeht, nehme ich mal an. Also eins muss man da berücksichtigen bei diesen Multivitaminpräparaten, die man im Supermarkt kauft. Und da gibt es auch Studien, die sind in den letzten Jahren gemacht worden. Du verstehst unter Multivitaminpräparat häufig ein Präparat, was verschiedene Vitamine, aber auch Mineralien enthält. Und hier kommt jetzt ein entscheidender Faktor hinzu und deswegen hat auch Renova da gearbeitet. Der entscheidende Faktor bei den Vitaminpräparaten, Multivitaminpräparaten, die man aus dem Supermarkt kennt, ist der, dass wenn da Mineralien drin sind, die nicht gelatiert sind, können die bereits bei einem Multivitaminpräparat, was in Kapselform ja häufig kommt, schon zu Wirkungen führen. Also im Prinzip ist das Vitamin C, was du in dieser Kapsel hast, wenn du die Kapsel jetzt im Supermarkt kaufst, ist nach ein paar Wochen schon nicht mehr so viel Vitamin C drin, weil das Zink kann natürlich reagieren, wenn es nicht gelatiert ist. Dieser Begriff der gelatierten Mineralien ist hier der ganz große Unterschied gegenüber anderen Multivitaminpräparaten. Und ich kenne kein anderes Multivitaminpräparat, was in dieser Vielfältigkeit 36 verschiedene Vitamine und auch 14 verschiedene Mineralien, die gelatiert sind, beinhaltet und dadurch eigentlich auch gegenseitig sich schützen. Ja? Das ist das Interessante. Absolut, das ist ja auch wichtig. Man hört ja auch immer wieder von Reaktionen verschiedener Vitamine. Das heißt, dass das eine Vitamin, wenn man es gerade zusammen mit einem anderen einnimmt, das wiederum oder die Wirkung des anderen Vitamins aufhebt. Und das, so scheint es ja, wenn es eben gelatiert ist, kann man diesen Prozess umgehen, oder? Wenn es gelatiert ist, kann man diesen Prozess umgehen. Das liegt daran, dass natürlich, wenn man zum Beispiel Zink nimmt, das eine bestimmte Ladung hat, das natürlich reaktiver ist. Und wenn wir das gelatieren, das Zink, wie zum Beispiel jetzt hier in den Produkten von Renova, dann ist das ja gebunden an eine Aminosäure und dann ist das sehr viel besser bioverfügbar. Also ein ganz normales Zink, was wir so haben, es gibt verschiedene Zink-Mineralprodukte, also es gibt verschiedene Zinkprodukte, die auch durchaus alle ihre Berechtigung haben in verschiedenen Bereichen. Aber das Beste ist eigentlich, wenn wir hingehen und das dann gelatieren heißt, verbinden mit einer Aminosäure, die es dann eben auch für den Körper
bioverfügbarer macht. Der Körper erkennt ein chelatiertes Mineral als Nahrung und das normale Zink, was wir häufig kaufen können, was dann auch preislich günstiger ist, erkennt der Körper nicht als Nahrung, das rauscht durch. Verstehe. Also im Grunde könnte man dann sogar sagen, man kann sich sparen, also was der Körper ja nicht aufnimmt, bringt mir letztendlich nichts. Und das ist ja, glaube ich, die langwierige Diskussion, die sich immer wieder ergeben hat mit Billigprodukten oder Billigpräparaten, die zwar vielleicht schick aussehen, wenn man sie da im Regal im Supermarkt sieht, aber kein Mensch so genau weiß, was ist am Ende noch in der Kapsel drin und vor allen Dingen, was wird von meinem Körper auch wirklich aufgenommen. Jetzt, was mich noch wundern nehmen würde, ich habe mir mal die Inhaltsstoffe so ein bisschen detaillierter angeschaut, also die Dosierung der einzelnen Vitamine und Mineralien. Und da ist mir aufgefallen, die sind nicht so dermaßen hoch dosiert. Hat das einen speziellen Grund? Ist das deswegen etwas weniger wirkungsvoll? Oder was ist da der Hintergrund? Nein, im Gegenteil ist das nicht weniger wirkungsvoll. Erstens mal müssen wir natürlich auch in den verschiedenen Ländern bestimmte Richtlinien einhalten, was jetzt die Dosierungsform gibt. Da gibt es ja Vorschriften, auch von Europa. Das heißt, du darfst nur so und so viel von dem und dem nehmen. Und hier haben wir in diesen Sticks sehr viel weniger drin. Die sind aber durch die Gelatierung sehr viel besser bioverfügbar. Und das ist eben der Unterschied. Wir brauchen einfach weniger. Ach so, das heißt, man muss im Prinzip nicht zwangsläufig jetzt zum Beispiel bei einem Vitamin C mit 1000 Milligramm, 2000 Milligramm, wenn es ja in diesen orthomolekularen Bereich reingeht, in den medizinischen Bereich schon, oder auch nur 500 Milligramm, sondern man kann es hier durchaus auch geringer dosieren und trotzdem habe ich im Prinzip eine tolle Wirkung des Vitamin Cs. Also zunächst arbeiten wir ja, ich sag mal, in dem präventiven Bereich. Das heißt, wir wollen natürlich eine Vitaminabdeckung haben, die wir natürlich auch durch verschiedene Nahrungsmittel sowieso schon teilweise, nur teilweise haben. Ja, trotzdem haben wir hier die Möglichkeit, dass wir hier ein Produkt haben, was weniger braucht, aber mehr bringt. Und das zeigen ja auch im Prinzip diese Studien, die dir ja auch vorliegen zu diesem zu diesen Produkten, die wir haben, gerade bei diesen Erkrankungen. Also es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, ich mache immer so ein bisschen Bogen um die Medizin. Du weißt ja auch, dass ich in der Pharmaindustrie gearbeitet habe, auch in der Schweiz, an einer großen Firma, wobei heute nicht mehr, das ist schon lange her. Und von daher brauchen wir hier bei Renova eigentlich gar nicht so viel Inhalt mit einer besseren Wirkung. Super. Sehr viel effektiver. Jetzt haben wir ja auch eine Präsentation, die du mitgebracht hast. Vielleicht können wir da, ich glaube, die dritte Folie ist es, können wir vielleicht schon mal anschauen. Genau. Und die Regie blendet das dann gleich schon mal ein. Da sieht man nämlich diese Basisprodukte noch einmal. Das sind die drei. Im Prinzip ist es ja alles das Gleiche, sind ja einfach drei unterschiedliche Geschmacksrichtungen, oder? Da sind unterschiedliche Geschmacksrichtungen und hier rechts haben wir die Angabe der die Nährstoffangabe, die wir auch grundsätzlich in allen Produkten finden von Renova. Da kommen wir aber gleich nochmal zu diesen Spezialprodukten. Aber hier steht ja neben schon, hast du ja den Hinweis Nährstoffbalance und wir haben hier kein Nährstoffroulette, dass wir nicht wissen, was wir tun. Das ist eine ausgewogene Formulierung von 36 verschiedenen Mikronährstoffen, wie ich das ja schon eben gesagt habe. Und das Interessante ist ja hier die Chelatierung der Mineralien. Es hat in der Vergangenheit zu deiner Information ja auch mal Leute gegeben, die haben gesagt, gib mir mal her, was da drin ist. Ich möchte mir das einfach mal nachbauen, so ungefähr. Einfach so selber zusammenmixen. Es hat aber nicht funktioniert. Und das fand ich schon damals sehr witzig. Das ist schon ein paar Jahre her, dass jemand versucht hat, das selber zusammenzubauen. Und es ist nicht gelungen von der Wirkung her. Interessant, also man hat da wirklich den Unterschied gemerkt, so einfach, ich sage jetzt mal einfach in Anführungs- und Schlusszeichen, wie die Formulierung vielleicht erscheinen mag, scheint trotzdem wahrscheinlich beim Herstellungsprozess irgendwo ein spezieller Schritt zu sein, der es dann ausmacht letztendlich. Richtig, es gibt auch, muss man sagen, es gibt auch Unterschiede bei den gelatierten Mineralien. Diese Gelatierung kommt ja aus dem Griechischen oder Lateinischen, glaube ich, heißt ja einfach, es krallt sich etwas, also im Prinzip krallt sich, wir können ja mal die nächste Folie zeigen, da sehen wir das dann, in der nächsten Folie,
Genau, gehen wir gerade mal eine weiter. Hier haben wir die ganze Zusammensetzung. Du siehst ja hier schon mal erstmal 13 verschiedene Vitamine und eine sehr umfangreiche Palette von B-Vitaminen, die auch bekannt sind, ich sag mal jetzt, für den Einsatz bei Stress. A, C, D, E kennen wir ja sowieso, aber es ist hier umfangreich Vitaminen, eine absolut fantastische Zusammensetzung an B-Vitaminen auch drin. Und jetzt kommt eben diese 14 Mineralien, die als Chelat vorliegen. Und chelatieren heißt, dass sich im Prinzip diese Aminosäuren im Prinzip in diesem Prozess, das ist ein extra Herstellungsprozess, diese Chelatierung, ein Mineral krallt. Chelat steht für Kralle. Ja, und dann haben wir vorliegen im Prinzip, wenn man das Methionin nimmt, was eine sehr wichtige Aminosäure ist für die Mineralchelatierung, haben wir hier dann über diese Entwicklung, die wir hier gehabt haben in den letzten 20 Jahren mit den Renova-Produkten, das ist ein ausgeklügeltes Verfahren, was hier stattfindet, weil nicht jede Chelatierung ist auch erfolgreich. Also die haben schon ein Verfahren in den letzten 20 Jahren entwickelt, was einzigartig ist. Und einfach nur mal ein Rückblick, wenn ich überlege, dass wir schon Anfang der 90er Jahre bei unseren Haustieren mit chelatierten Mineralien gearbeitet haben und erst in den letzten 5 Jahren die chelatierten Mineralien in der Versorgung, in der Mineralstoffversorgung bei Menschen auch eingesetzt wird, dann kannst du dir vorstellen, dass wir eher mal einen Blick wagen sollten, wie sieht es denn eigentlich aus in der Versorgung von den Tieren und uns selbst. Ja. Es scheint so, dass es uns gut tun würde, wenn wir mal ins Tierreich rüberschauen, was wir den Tieren dann geben. Entwicklung, ja, meine ich, dass die Entwicklung von chelatierten Mineralien eigentlich bei den Haustieren schon anfängt. Also im Prinzip wird man sein Pferd, was man im Stall hat, schon seit Jahren chelatierte Mineralien gegeben haben, aber selbst hat man immer, ich sag mal, andere Dinge genommen, die nicht so gut waren. Eigentlich unglaublich, wenn man das so hört und betrachtet. Ich meine, wenn man es den Tieren gibt und den Tieren gut tut, dann sollte man doch zumindest mal auf die Idee kommen, dass man sich das anschaut, ob das für den Menschen nicht auch was sein könnte. Das hat ja eine Weile gedauert. Wir sind froh, hat es jetzt geklappt. Im Übrigen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie Interesse haben, sich näher mit den Renova-Produkten zu befassen oder gerne eine Bestellung tätigen möchten, dann können Sie das jederzeit. Wir blenden es immer wieder unten in der Sendung ein. Sie können das telefonisch ganz einfach unter 0041 56 610 82 37. Natürlich auch im Internet unter www.renovaworldwide.ch. Als kleiner Tipp, wenn Sie direkt am Telefon bestellen, erhalten Sie den besten Preis, denn dann erhalten Sie die Schweizer oder die deutschen Versandkosten, die deutlich geringer sind, als wenn Sie über den Online-Shop bestellen, denn da kommen die amerikanischen Versandkosten, die leider natürlich deutlich höher sind. Deswegen würde ich Ihnen empfehlen, rufen Sie doch einfach telefonisch an, plus 41 56 610 82 37. Da wird Ihnen gerne weitergeholfen. Wie gesagt, wir blenden es auch immer wieder ein. Was mir an dieser Stelle auch noch wichtig ist, kurz zu erwähnen, in der ganzen Sendung tätigen wir selbstverständlich keine Heilaussagen. Wir geben lediglich bekanntes Wissen wieder. Wir machen keine Gesundheitsaussagen im Sinne von, dass irgendwelche Krankheiten dadurch geheilt wird. Denn, wie der Dr. Stefan Rau es zu Beginn schon erwähnt hat, wir sind ja hier im präventiven Bereich tätig. Und das hat er sehr treffend erwähnt. Das ist mir wichtig an dieser Stelle nochmal zu erwähnen, dass es sich auch um individuelle Einzelresultate handeln kann. Jetzt ist es aber auch so, wenn wir schon gerade von Resultaten reden, und du hast ja gesagt, es wird schon sehr lange geforscht, es gibt ja 36 Studien, also medizinische Studien, da reden wir nicht irgendwie von Erfahrungsberichten, sondern das sind klinische Doppelblindstudien. Das ist ja für Nahrungsergänzungsmittel aus dem natürlichen Bereich schon eine ordentliche Menge, ne? Das ist eine ordentliche Menge, wenn man überlegt, wie viel Geld hier investiert worden ist, weil man hat vermutet, das Produkt stammt ja eigentlich auch ursprünglich aus Kanada und man hat nicht geglaubt, dass die Wirkung von diesen Produkten so gut ist und hat dann seine Bedenken gehabt. Du kennst das ja auch, dass da häufig dann Kritik geäußert wird an diesen Dingen, dass jetzt Vitamine bei bestimmten Symptomatiken helfen sollen.
ich drücke mich ein bisschen vorsichtig aus, aber man hat dann versucht, dann auch extern Geld zu investieren und zu schauen, wirkt es denn genauso wie andere Sachen, weil es geht ja darum, dass man auch sich gesund ernährt, ja. Und man kann bei diesen 36 Studien, um die es geht, hatte ich ja schon gesagt, dass die sehr, sehr, sehr viele von denen sind so in diesem psychischen Bereich, haben was mit Angst zu tun oder bipolarer Störung oder sowas. Alles Erkrankungen, die man sowieso auch schulmedizinisch sehr schwer behandeln kann. Und da ist man dann auf die Idee gekommen, an diesen Universitäten zu gucken, zu schauen, welche Mikronährstoffe fehlen bei diesen Erkrankungen und kann ich die beeinflussen mit diesen Sachen, die Renova hier entwickelt hat. Und das ist eben sehr gut gelungen. Und von daher, sag ich mal, ist das schön, dass es die Studien gibt. Wie gesagt, wir machen ja keine Heilaussagen. Absolut. Und es ist natürlich von Rechts wegen erlaubt, Gott sei Dank, dass man Studien wiedergeben darf. Und das machen wir natürlich zum Teil. Wir geben ja nur die Ergebnisse von den Studien wieder. Das ist ja nicht die eigene persönliche Meinung, sondern es ist einfach eine wissenschaftliche Arbeit, die, wie gesagt, da geht es um klinische Doppelblindstudien, also placebo-kontrollierte Studien. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, hat bei mir nochmal sehr viel Vertrauen geweckt, in die Produkte oder die Produkte mal zu versuchen. Denn, wie du es schon erwähnt hast, es braucht unglaublich viel Geld und es braucht ja auch viel Zeit und sehr viel Energie, die man investieren muss, um solche Studien zu bewerkstelligen über ein Produkt, was im natürlichen Bereich ist und nicht in den Pharma-Bereich reinrutscht. Jetzt haben wir darüber geredet, es gibt diese drei Basisprodukte. Es gibt ja aber von Renova auch noch sogenannte Spezialprodukte. Und vielleicht das erste Spezialprodukt, über das ich weiß, da gibt es ganz, ganz, ganz viel Missverständnis oder wir wurden oft angeschrieben, was denn jetzt da der Unterschied ist. Das ist das erste Produkt, was ich hier bei mir stehen habe. Ich nehme es jetzt einfach mal so zu mir zur Hand. Und zwar ist das mit diesem M drauf, sonst heißt es genau gleich. Und es steht methyliert. Jetzt meine Frage, wie unterscheidet sich dieses Produkt von den normalen Basisprodukten? Das ist eigentlich ein Produkt, was so keiner so einen Fokus hat. Es gibt aber zu deiner Information, auch da kann man gerne mal auch im Internet schauen, so einen Ansatz. Und zwar geht es um das Homocystein. Das hat vielleicht noch nie jemand gehört. Das ist eine methylierte Aminosäure. Und die steht im Zusammenhang mit zwei Vitaminen, die wir hier haben. Und zwar einmal mit der Folsäure und zum anderen mit dem Vitamin B12. Das sind beide sehr wichtige Aminosäuren, die im Alter auch häufig nicht, wo ältere Leute häufig ein Problem mit haben. Und Renova ist jetzt hingegangen und hat diese beiden Vitamine methyliert, sodass wir hier bei diesem Produkt Methylfolat haben und methyliertes Vitamin B12. Um das zu verstehen, sollte man einfach mal nachschauen, was mit dem Homocystein ist. Und da gibt es Möglichkeiten, im Internet mal zu gucken. Oder wir können aber einfach mal zur nächsten Folie gehen. Mhm, können wir sehr gerne machen. Ich habe die Präsentation bei mir hier auch nebenan laufen. Perfekt. Ich habe mal so einen Blick auf meine Präsentation gehabt, falls ihr mal seht, dass ich da... Ja, das ist jetzt die nächste Folie. Genau. Jetzt haben wir sie drauf. Ja. Und wir sehen hier so einige Punkte. Und hier oben sehen wir diese drei Sticks. Das sind jetzt die drei Basissticks. Die Basissticks enthalten kein methyliertes Folat. Okay. Ja. Wir haben jetzt hier neben etwas stehen, das heißt MTHFR. Das ist ein Enzym. Und es gibt jetzt in der Bevölkerung sehr viele Leute, die ein Problem haben mit diesem Enzym. Das fehlt denen nämlich. Und hier kommt auch das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Leute, guckt nach, was für ein Vitamin nehmt ihr? Und ist es auch das Richtige? Und deswegen ist dieses Produkt jetzt hier von Renova mit dem M ein ganz besonderes Produkt, gerade für die Leute, denen dieses Enzym fehlt. Man kann sowas testen lassen, so ein Test kostet Geld. Man kann aber auch gleich hingehen, kann sagen, okay,
Dann nehme ich gleich das Methylierte. Was passiert hier genau? Wenn wir jetzt ein Basisprodukt nehmen würden von Renova ohne das Methyl, würde kein Methylfolat im Körper entstehen, weil wir eben dieses Enzym nicht haben. Aber wir brauchen im Körper das methylierte Folat, weil das methylierte Folat ist dazu da, dass es das Homocystein umwandelt in Methionin. Das ist eine andere Aminosäure. Deswegen habe ich oben in dieser Abbildung die drei Basisprodukte abgebildet. Und unten finden wir jetzt, wie eben schon gesagt, in diesem Produkt schon das vorhandene Methylfolat in der Form in den Sticks wieder. Und der Körper kann es jetzt direkt einsetzen, das Methylfolat oder halt auch das Vitamin B12, das Methylierte, und kann da im Prinzip in diesen Methylierungsstoffwechsel direkt eingreifen. Ja? Dieser Homocysteinstoffwechsel ist ein besonderer, weil er häufig ein Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und für neurodegenerative Erkrankungen ein Problem darstellt, was die Leute häufig nicht wissen. Man hat auch in den letzten Jahren Untersuchungen gemacht und hat bei Kindern, die Autismus hatten, mal geschaut, haben die zu viel Homocystein, weil wenn ich zu viel Homocystein habe, ja, dann habe ich ein Problem. Und das habe ich, wenn mir dieses Enzym da fehlt, dieses MTHFR. Also ich muss hingehen und muss zuschauen, dass ich möglichst wenig Homocystein habe. Wir können dann mal die nächste Folie gehen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt, ich schaue mal gerade, ja, ne, die übernächste ist es dann. Genau, ja, ich sehe sie schon, ja. Es ist jetzt eine Zusammenfassung, HHCY steht für die Homocysteinämie, also wenn ich zu viel Homocystein im Blut habe, und man bringt das jetzt seit einigen Jahren auch in Verbindung mit verschiedenen Erkrankungen, die hier englisch dargestellt sind. Ich hatte schon die Arteriosklerose genannt oder gerade Herzinfarkt oder Schlaganfall, aber auch es gibt verschiedene, Alzheimer bis hin zu Demenz. Das habe ich auch, glaube ich, auf den nächsten Folien auch nochmal gezeigt, was überhaupt die Bedeutung ist. Selbst Diabetes ist da involviert. Und es geht ja auch um den Glukosestoffwechsel, der nicht mehr richtig funktioniert, wenn ich eine Homocysteinämie habe. Und die habe ich, wenn mir das Enzym fehlt. Und da kann ich so viel Vitamin B12 nehmen oder Folsäure. Das bringt nichts, ja. Es gibt da übrigens zwei Wege, wie das in dem ganzen Methylierungsstoffwechsel passiert, aber das ist eines der wichtigsten Dinge. Und es gibt auch immer wieder auf verschiedenen Gesundheitskongressen das Thema Homocysteinämie, spielt da immer häufiger eine Rolle. Wir können uns das nochmal anschauen, jetzt in der nächsten Folie, was für eine, ich glaube, ich habe das sozusagen. Mal eine ganz kurze Zwischenfrage. Ja. Einfach, dass ich das richtig verstanden habe. Das heißt im Grunde, wenn ein Mensch dieses Enzym, dieses, ich habe es ja auch vor mir, MTHFR, nicht hat, dann ist er nicht imstande, diese Folsäure selbst im Körper zu methylieren. Das heißt, ein Mensch, der dieses Enzym hat, ist selbstständig dazu fähig. Und wenn er dieses Enzym aber nicht hat, dann kann er das nicht umsetzen, und ich könnte ihm aber mit diesem Produkt dann das schon im Prinzip für ihn erkennbar zuführen. Richtig, das ist der Punkt. Das ist der entscheidende Punkt, und das ist eine genetische Sache, denkt man, weil dieses Enzym auf einem bestimmten Gen exprimiert wird, also hergestellt wird. Und es kann sein, dass jetzt Leute, die das nur auf einem Allel haben, dass die da eine abgeschwächte Funktion von diesem Enzym haben. Und wenn es dann Homozygot, sagt man, auftritt, dann haben die Leute wirklich ein Problem. Kann das auch sein? Also ich kenne jetzt aus dem persönlichen Umfeld zum Beispiel Leute, die sehr hoch dosiertes Vitamin B12 nehmen. Ich habe mich ja vor der Sendung ein bisschen schlau gemacht. Und das, was ja hier drin ist, ist dieses Methylcobalamin. Und oftmals sieht man in den meisten Produkten, habe ich gesehen, Cyanocobalamin. Und was ja nicht methyliert ist. Kann das sein, Leute, die das jetzt zum Beispiel hochdosiert, dieses normale B12 nehmen und das Gefühl haben, sie spüren trotzdem keinen Effekt vom B12, dass die das eben nicht spüren, weil sie die methylierte Form vielleicht bräuchten? Das,
das könnte sein, das müsste man im Einzelfall jetzt einfach mal bei den Leuten testen, ob die wirklich auch, und man kann das Homozystein ja bestimmen, ob ja. die wirklich einen erhöhten Homozysteinspiegel haben. Das ist eigentlich das wichtigste Anzeichen, wo wir sehen, okay. dass hier irgendwas mit dem Methylierungsstoffwechsel etwas nicht stimmt. Ja? Aber lass mich einfach, weil das ist ja wichtig, dass wir da nochmal nachschauen, mhm. weil die ganze Sache ist sehr komplex, Ray. Absolut, schauen wir uns doch gerne gerade an. Die nächste Folie uns anschauen, nämlich das ist einfach nochmal jetzt der Hinweis, wo wir uns hier bewegen, auch gerade mit diesem methylierten Produkt. Hier geht es ja, hier links hinten, siehst du das? Das ist eine Studie, die ist, glaube ich, von letztem Jahr oder von vorletztem Jahr. Da geht es um den Anteil dieser Hyperhomozysteinämie. Jetzt muss ich ganz kurz doch ans... Einen Moment bitte. Ja. Genau. Dann schauen wir doch gerade mal schnell. Genau. Wir sind da gerade noch etwas am Einblenden, aber im Grunde für mich ist das jetzt schon relativ verständlich gewesen und mir macht das auch Sinn, denn ich möchte es nochmal erwähnen, ich habe es vorhin schon erwähnt, ich kenne aus dem persönlichen Umfeld sehr viele Leute, die sehr hochdosiertes Vitamin B12 nehmen, eben dieses sogenannte Cyanocobalamin, ist ein Zungenbrecher. Und wenn Sie vielleicht zu Hause sind, schauen Sie sich doch selbst auch mal an, wenn Sie ein B12-Produkt haben, schauen Sie doch mal hinten auf dem Etikett, was da draufsteht. Denn eben B12, das haben wir jetzt gerade noch mal gesehen, ist nicht gleich B12. Da gibt es ja so viele verschiedene Formen, wie es auch beim Vitamin C gepuffertes und normales gibt. So, und jetzt können wir noch mal reinschauen. Jetzt haben wir nämlich die entsprechenden Einblendungen ja. auch da und schauen doch gerade noch mal schnell rein. Jetzt schauen wir nochmal zu diesem zu der Hyperhomozysteinämie, wo die überhaupt alle eine Rolle spielten, was das überhaupt bedeutet, wenn wir sowas im Blut haben, so ein Homozystein, wenn wir zu viel davon haben. Das, was wir rechts sehen, ist die Zusammenfassung dazu. Und das kann natürlich zu, wie ich schon sagte, Arterienschäden führen, also zur Atherosklerose bis hin zum Schlaganfall, verschiedene kardiovaskuläre Erkrankungen, wenn wir hier ein Problem haben. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, natürlich hier einzugreifen, was Renova ja auch mit diesem Produkt, mit diesem methylierten Produkt macht. Und du siehst ja, was da passieren kann. Wenn wir uns die nächste Folie auch nochmal anschauen. Ja. Das ist jetzt eine andere Studie. Da komme ich jetzt auf einen ganz anderen Punkt. Das spielt eine Rolle, wo du eben sagtest, dass auch Leute, die einen hohen Gehalt an Vitamin B12 zu sich nehmen, dass die vielleicht gar keinen Effekt davon spüren. Aber es gibt noch einen anderen Zusammenhang. Und der ist auch entscheidend, auch sehr wichtig, ist nämlich, dass es... Je nachdem, und ich denke mal, jeder von uns hat ein Problem mit Schwermetallen im Körper, je nachdem, wie alt er ist, dass diese Schwermetalle einen Einfluss haben auf den Homozysteinstoffwechsel, wie zum Beispiel Bleikadmium und Quecksilber. Hat es Studien zu gegeben, die gezeigt haben, dass hier Beeinträchtigungen sind von diesem Stoffwechsel. Heißt also, nicht alleine nur die MTHFR ist entscheidend, sondern auch die Entgiftung. Und die Firma Renova arbeitet ja auch mit einem Entgiftungsprodukt, was einzigartig ist. Was weltweit, wir hatten es glaube ich schon vorgestellt, als Tee verfügbar ist. Ja. Absolut. Zwei Jahre alt. Es ist für mich relativ erstaunlich, muss ich jetzt ehrlich sagen, die ganze Thematik zu sehen und von dir auch zu hören, dass da schon viel gemacht wurde, dass es viele Studien dazu gibt. Das ist für mich doch sehr erstaunlich, dass man trotz alledem noch nicht mehr davon gehört hat, weil es scheint ja sehr, wie soll ich sagen, ein einschneidendes Thema zu sein, was sich ja präventiv doch sehr auf die Gesundheit dann auswirken kann, zu wissen, welches Präparat muss ich jetzt da nehmen, welches ist das Richtige für mich. Also ich bin da recht erstaunt, dass man da noch so wenig von gehört hat. Also es gibt Insider, die wissen natürlich, dass sie Problem haben mit diesem Enzym, haben sich es vielleicht mal testen lassen. Aber es ist etwas, wo die Firma Renova gesagt hat, wir wollen sowas auch zum gleichen Preis, muss man auch da noch zu sagen, auch noch parallel anbieten. Man muss es ja nicht machen, weil im Prinzip kannst du dir vorstellen, dass
es eventuell vom Herstellungsprozess teurer wäre, das mit methyliertem Folat herzustellen oder Vitamin B12. Also man macht es eigentlich grundsätzlich nicht, dass man Folsäure und Vitamin B12 jetzt methyliert. Man könnte es tun und würde das Problem umgehen. Und hier haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Der eine wird sein Basisprodukt weiternehmen und der andere wird sagen, ich probiere mal aus, weil wenn das Basisprodukt bei mir nicht so gewirkt hat, wie ich das möchte, dann nehme ich einfach das methylierte Produkt. Wir haben jetzt zwei Wege. Wie ist es denn, wenn man davon ausgeht, ich bräuchte das Methylierte grundsätzlich eigentlich nicht, weil ich das Enzym selbstständig herstelle oder das Enzym besitze, um das selbstständig durch den Körper zu methylieren. Schadet es mir, wenn ich jetzt sage, ich nehme auch ein methyliertes B12 und das Methylfolat im Prinzip, oder spielt das keine Rolle? Nein, das schadet natürlich nicht, weil es ist ja gleich verfügbar. Wir können uns einfach auch nochmal, ich glaube, wenn wir in der Präsentation mal nach unten gehen, das ist, glaube ich, die nächste. Wir können uns das ja nochmal anschauen, gerade was jetzt so. Also es geht hier wirklich um, das ist eine Schlussfolgerung auch aus einer aus Studien, wo man gesehen hat, dass der Homozysteinspiegel bei verschiedenen kognitiven Erkrankungen, so kann man es besser bezeichnen, nicht so ganz im Gleichgewicht ist, und diese Störung diese Homöostase führt dann häufig zu einer Neuroinflammation, zu einer Entzündung. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, wie schwierig auch das mit dem Kopfschmerz ist, wo wir, ich sag mal, noch nicht so ganz in der Medizin sind, aber der ein oder andere kennt auch zum Beispiel die Migräne. Und wenn man jetzt sieht, dass gerade zu viel Homozystein im Blut auch zu einer Veränderung des zerebralen Blutflusses führen kann, mit den üblichen Risiken, die wir dahinter haben, auch mit oxidativem Stress, hat man gesehen, dass man zum Beispiel eine Migräne hier positiv beeinflussen könnte. Da kann man es doch gleich nehmen, sage ich mir. Ja? Absolut. Das Gleiche gilt auch, es geht ja hier darum, dass wir gerade mit so einem Produkt, wie wir es hier haben, Vitaminen bestimmte Risikofaktoren minimieren können. Und das ist jetzt eine Möglichkeit, mit diesem methylierten Folat und Vitamin B diese Risikofaktoren einfach zu minimieren. Das ist der Punkt. Absolut. Ja. Also wenn auch Sie zu Hause sagen, Sie würden das vielleicht gerne mal versuchen oder möchten mal schauen, wie Sie darauf reagieren, wenn Sie zum Beispiel direkt verfügbares Vitamin B12 oder eben Methylfolat zu sich nehmen, dann würde ich sagen, probieren Sie es einfach. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, und Sie sehen es während der Sendung immer wieder unten eingeblendet, mehr Informationen zu erhalten und die Produkte von Renora Worldwide zu bestellen unter der Telefonnummer +41 56 610 82 37 oder im Internet www.renoraworldwide.ch. Als kleiner Tipp nochmal am Rande erwähnt, wenn Sie telefonisch bestellen, zahlen Sie deutlich weniger Versandkosten und kommen so zum günstigsten Preis momentan, da Sie es direkt aus Deutschland oder aus der Schweiz verschickt bekommen. Jetzt ist es ja so, Renova, Sie sehen es auch neben mir, Renova hat noch weitere Spezialprodukte. Und ein weiteres Spezialprodukt, was ich sehe, ist dieses EMP Lightning Thunder Sticks. Da haben wir auch eine Folie dazu. Jetzt frage ich einfach mal ganz salopp, was ist das für ein Produkt? Du fragst jetzt mich? Ja, klar. Ja, genau, ich frage dich. Es ist im Prinzip, also das ist jetzt kein Produkt, was man jetzt als Stick in den Mund nimmt, sondern da nimmt man einfach einen halben bis einen ganzen Liter gutes Wasser und mischt sich das da rein. Es enthält im Prinzip die gleiche Vitaminzusammensetzung wie in den Basisprodukten. Ja. Und zusätzlich, das können wir auf der nächsten Folie sehen, was da noch zusätzlich drin ist, es ist ein richtiger Energy-Drink, auch für schon Jugendliche. Wenn man sieht, was da alles drin ist und was für Funktionen diese einzelnen Dinge haben, ob das jetzt diese schwer aussprechlichen Dinge sind wie Alpha-GPC oder Bacopamonieri, kennt da einer als Pflanze schon, der hier auch mal zuschaut jetzt und das sieht, was das für einen Einfluss hat, ist ein sogenannter Neurotropika. Es ist da drin die Methylethanolamin, was stimmungsaufhellend wirkt. Also es sind natürliche Sachen, die hier drin sind. Himalaya-Salz kennt der eine oder andere oder auch Guarana kennt der eine oder andere. Dann ist noch L-Theanin drin, ganz wichtig, L-Tyrosin. Das ist eigentlich jetzt eines der wichtigsten Punkte, wo ich sage, nimm das doch, wenn du
auch gerade wieder gut in die Balance kommen willst, weil L-Tyrosin ist ja der Vorläufer von Dopamin. Und Dopamin ist ein ganz entscheidender Stoff, Neurotransmitter, den wir brauchen für sehr viele Dinge. Ja? Ob für Bewegung, ob für Schlafrhythmus. Du kennst vielleicht den Zusammenhang zwischen Serotonin auch. Serotonin, alles, was mit der Zirbeldrüse zu tun hat, Dopamin, Hypothalamus. Das spielt hier rein mit diesen Nootropika. Wir kriegen eine Stimmungsaufhellung. Wir fühlen uns fit und es ist besser als jetzt zuckerhaltige Produkte aus bestimmten Ländern mit bestimmten Büchsen. Also im Prinzip kann man sagen, es ist eine natürliche Alternative zu, ich sage mal, weniger gesünderen Energy-Drinks. Oder es ist vielleicht eine natürliche Möglichkeit, sich selbst Flügel zu verleihen. Okay. Genau. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt... Die Regie hat mir jetzt bis jetzt nichts gesagt. Normalerweise werde ich unterbrochen, wenn ich irgendwas sage, was markenrechtlich geschützt ist. Aber ich glaube, das darf man so erwähnen. Und ich glaube, die Leute, die es konsumieren, die haben es verstanden. Also auf jeden Fall eine natürliche Alternative oder eine natürliche Möglichkeit, etwas mehr in Schwung zu kommen, zu unterstützen, sind ja tolle Inhaltsstoffe, die du gerade auch erwähnt hast, sei es Pacopa Monieri, was ja ein da kann man ja auch googeln, heutzutage gibt es ja tolle Informationen. Das ist schön, dass wir im Informationszeitalter mit dem Internet leben. Informieren Sie sich doch einfach mal drüber, über die einzelnen Stoffe auch, wenn es Sie interessiert, denn es ist immer wahnsinnig spannend. Diese Thundersticks einfach mal probieren. Gerade jetzt, ich glaube, jetzt sind wir alle schon so lange zu Hause und sitzen meistens zu Hause. Jetzt kommt die Sonne langsam wieder. Jetzt müssen wir einfach wieder mal so ein bisschen in die Gänge kommen. Und wenn Sie sagen, es fällt mir momentan etwas schwer, ach, was soll's, dann nehmen Sie sich doch ein Hilfsmittel, probieren Sie es einfach aus. Es ist natürlich, vielen Leuten hat es schon gut getan. Es gibt es ja nicht erst seit gestern. Und manchmal muss man einfach probieren. Probieren geht über studieren, sagt man nicht umsonst. Wenn auch Sie gerne probieren möchten oder wenn Sie einfach weitere Fragen haben und vielleicht eine persönliche Beratung wünschen, denn das ist so Teil dieses tollen Services von Renova Worldwide oder den Vertriebspartnern, dann haben Sie die Möglichkeit, diese persönliche Beratung zu bekommen. Und zwar telefonisch auf plus 41 56 610 82 37. Sie haben im Übrigen auch die Möglichkeit, auf der Webseite www.renovaworldwide.ch sich als Therapeut oder Partner zu registrieren und von unglaublich tollen Vorzugskonditionen zu profitieren. Auch dazu können Sie sich im Internet direkt auf der Webseite informieren oder, wenn Sie mögen, auch telefonisch. Ja, jetzt haben wir noch ein weiteres Produkt. Jetzt weiß ich aber gar nicht, ob das... Doch, wir haben das nämlich auch in der Präsentation drin. Und zwar ist das dieses Prosper. Was mich als erstes angesprochen hat, es steht drauf Wassermelonengeschmack. Und ich bin ein Riesenfan von Wassermelone. Schon deswegen habe ich es getestet. Passt ja auch gut in den Sommer. Um was für ein Produkt handelt es sich denn bei diesem Prosper? Das ist ja jetzt eigentlich das, wo ich sage, dass die Firma Renova hier wirklich weitergedacht hat. Ich habe ja eben schon gesagt, eines der wichtigsten Punkte ist ja auch die Entgiftung. Das ist wichtig. Wir sollten auch schon immer die Entgiftung im Fokus halten, wenn wir Vitamine zu uns nehmen, weil wir nicht genau wissen, und viele Leute sind heute vergiftet. Ich sage immer, wer über sein ganzes Leben lang, ich bin jetzt auch schon 60, ich brauche jetzt zum Entgiften mit Sicherheit 6 Monate, also für jede Dekade brauche ich eigentlich im Prinzip 1 Monat, um zu entgiften. Und diese Giftstoffe, die jeden Tag kommen, über unsere Umwelt, über was auch immer, die blockieren natürlich auch die Aufnahme von verschiedenen Stoffen oder können bestimmte Einflüsse auf uns haben. Das hat man festgestellt auch in den letzten Jahren. Kannst du dir vorstellen, dass Luftverschmutzung auch da ein Thema ist. Wir werden krank davon, wir haben mehr oxidativen Stress, wir haben mehr Entzündungen. Ja, das ist das eine. Und jetzt ist der andere Punkt, wo Renova ja auch arbeitet, ist der Punkt, wo ich sage, das ist eigentlich entscheidend, dass wir im Darm unser Mikrobiom wieder aufbauen. Es hat in den letzten Jahren einen massiven Ansturm gegeben exponentiellen Anstieg gegeben, wo man festgestellt hat, dass gerade die Bakterien, die wir im Darm haben, eine entscheidende Rolle auch spielen bei der Vitaminaufnahme. Oder dass da eben ein Ungleichgewicht im Mikrobiom stattfindet. Das heißt, wir haben eine Dysbiose, nennt man das, wenn da nicht mehr alles im Gleichgewicht ist. Und ganz wichtig ist, je älter wir werden, umso eher haben wir eine
Veränderung dieser Homöostase, dieses Gleichgewichtes im Darm. Und hier haben wir ein Produkt mit dem Prosper, was jetzt zu den Basisprodukten eine Ergänzung ist in Form von zwei Bakterien, die einzigartig sind. Das erste ist das Bacillus subtilis. Da kann man ja mal diese Prosper-Folie einblenden. Genau. Da sind zwei Bakterien drin. Das Bacillus subtilis ist das eine und das gilt eigentlich als Verwalter des Darmmikrobioms. Und das enthält schon auch produziert 12 verschiedene Antibiotika. Das muss man sich mal vorstellen. Also, wow. Du kannst dir vorstellen, dass das hier ein ganz wichtiges, einfach mal danach auch im Internet gucken, nach dem Bacillus subtilis HU58 haben wir drin. Alleine das kostet ja schon einiges Geld, wenn man das nur so kauft als Kapseln. Und wir haben das hier in Form von diesen Sticks drin. Und das verbessert eben auch alles, was mit der Darmwand zu tun hat. Ich sag mal immer so, wir kennen ja auch diesen Zusammenhang zwischen der Gehirn-Darm-Mikrobiom-Achse. Das ist eine ganz wichtige Achse, mit der ich mich auch schon seit einigen Jahren beschäftige. Und hier haben wir eben den Zusammenhang zwischen Gehirn, Darm und dem Mikrobiom. Ja? Ist für mich so ein wichtiger Punkt, dass Absolut. Wir über unsere Ernährung alleine schon und über das, was wir zu uns nehmen und auch die Vitamine, die wir zu uns nehmen, über das Mikrobiom auch einiges steuern können, was das betrifft. Ja? Ja, und ich denke, der Darm und das Hirn sind ja so die zwei Dinge, die so wichtig und zentral für unsere gesamte Gesundheit sind und die trotzdem so oft vergessen werden. Das Gehirn wird oft vergessen und der Darm ist so ein Tabuthema. Jetzt langsam kommen die Leute so ein bisschen mehr drauf, dass man drüber redet, aber es war lange so dieses Tabuthema, wo man nicht so drüber gesprochen hat. Und im Grunde ist es ja so wichtig, weil so viele Immunzellen ja auch im Darm ansässig sind, oder? Ja. Das ist ja heute gerade der Punkt, Ray. Also es gibt ja verschiedene Erkrankungen. Das Erste, was ich sagen möchte, ist, das kennt vielleicht der eine oder andere, das ist diese Erkrankung des Leaky Gut. Das ist der durchlässige Darm. Und ich sage immer, denkt daran, Leute, wenn ihr ein Leaky Gut habt, dann habt ihr auch ein Leaky Brain. Das heißt, ihr habt nicht nur, wenn ihr einen durchlässigen Darm habt, auch ein durchlässiges Gehirn. Weil es geht da auch um eine Barriere, die wir haben, die Blut-Hirn-Schranke, wo dann auch verschiedene Dinge wirken sollen, die nicht mehr so wirken, wenn wir im Darm ein Problem haben. Und im Darm sitzt natürlich auch zum Beispiel das Immunsystem, da werden sehr viele Serotonin wird dazu 90% produziert oder noch mehr und wird natürlich abgegeben in den Körper. Und diese Dinge funktionieren nur gut in unserem Körper. Alles, was regulatorisch ist, funktioniert nur gut, wenn wir auch einen guten Darm haben. Ja? Absolut. Das heißt, die Sinn. Krankheit, eigentlich sitzt ja die Krankheit im Darm. Wir kennen diesen Spruch. Ja? Richtig, richtig. Und man kennt es ja auch zum Beispiel aus der traditionell chinesischen Medizin, die einen sehr hohen Schwerpunkt auf den Darm setzt. Und so langsam kommt das immer auch eben das Thema, was du angesprochen hast vorher, das Mikrobiom generell. Das wird ja immer wie mehr jetzt diskutiert und auch wie wichtig eben, wie gesagt, dass es für die ganze Gesundheit ist. Was ich noch spannend finde, ich habe jetzt gerade auf der Folie in der Präsentation gesehen, produziert Nattokinase. Jetzt weiß ich, vielen Leuten ist Nattokinase mittlerweile ein Begriff. Falls es Ihnen noch kein Begriff ist, googeln Sie unbedingt mal, was Nattokinase ist. Unglaublich faszinierend. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dieser Bakterienstamm, der da drin ist, hilft dem Körper, die Nattokinase zu produzieren. So wie die Studienlage aussieht, ist das so, dass, was steht genau drin? Ich muss mal gucken, produziert Nattokinase. Das ist der Hinweis, den ich habe aus dem Internet. Faszinierend. Da habe ich eine Studie zu, dass Nattokinase ist ein Enzym. Wir kennen das aus dem asiatischen Bereich, hat man eingesetzt zur Stärkung der Arterien. Habe ich auch in den letzten Jahren immer mal Leuten empfohlen, man kann das auch kaufen in Deutschland, ich sage mal, präventiv was für ihre Gefäße machen wollen. Und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, und das darf man nicht unterschätzen, den Einfluss von einem Probiotikum, es ist ein Probiotikum, was wir hier haben mit dem Bacillus subtilis, ist ja ein Verwalter des Mikrobioms. Und hier sehen wir schon, was für ein Einfluss das Mikrobiom auch auf kardiovaskuläre Erkrankungen haben kann. Und nicht nur das, sondern die letzten Studien, die rausgekommen sind, gerade zum Mikrobiom, da kann man ja auch was tun, die sich gerade beschäftigt haben mit respiratorischen Infekten, wie zum Beispiel auch Corona,
Und ich glaube, ich hatte dir gesagt, dass ich medizinischer Virologe bin und mit diesem, was wir jetzt hier auch seit Jahren oder seit einem Jahr erleben, mich eigentlich sehr gut auskenne, weiß ich, dass man das als Therapieeinsatz bei einer Corona-Infektion nutzen kann, ein gutes Mikrobiom zu haben. Das Mikrobiom spielt eine Rolle bei dem Schweregrad der Verlauf von viralen Erkrankungen. Dass allein das Mikrobiom einen Einfluss hat auf mein anderes Mikrobiom, was ich in der Lunge habe, da habe ich nämlich auch ein Mikrobiom. Ja? Und das ist schon faszinierend, diese Zusammenhänge. Absolut, das ist unglaublich faszinierend und ein Gebiet, wo ich den Eindruck habe, so das Mikrobiom generell, da könnte man im Prinzip eine ganze Sendung füllen, ja, nur mit diesem Thema. Jetzt ist es aber so, dass die Zeit im Fluge vorbeigezogen ist, oder wie man dem, doch kann man so sagen, glaube ich. Auf jeden Fall sind wir schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Lieber Stefan, es war mir eine Freude. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich immer, wenn ich weiß, ein Fachmann kann mir meine Fragen beantworten. Von dem her noch einmal einen ganz, ganz lieben Dank nach Deutschland. Und ich denke, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Also das wird nicht die letzte Sendung mit dir gewesen sein. Schade, dass wir schon durch sind. Lass dir ein paar Themen einfallen, die interessant sind. Vielleicht hätten wir auch noch mal, gerade in dem Bereich bin ich ja tätig, diese Herzratenvariabilitätsmessungen anschauen können. Da sieht man, was für einen Einfluss diese Produkte, die Renova hier hat, auch zum Beispiel auf das biologische Alter, den Energiestoffwechsel haben, aber auch hin bis zum Beispiel noch anderen Dingen. Das super. Müssen wir dann besprechen. Ich bin mir sicher, das können wir uns auf jeden Fall noch anschauen. Es wird nicht die letzte Sendung gewesen sein, sei es mit Renova, aber auch generell bin ich überzeugt, dass wir uns noch über ein paar interessante Dinge in Zukunft unterhalten werden. An dieser Stelle noch einmal ganz herzlichen Dank und noch einmal liebe Grüße nach Deutschland. Liebe Grüße in die Schweiz. Ich freue mich auf den nächsten Termin, den wir haben. Wir telefonieren, Ray. Wunderbar, perfekt. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bedanke mich ganz herzlich, waren Sie dabei. Noch ganz ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Gerade jetzt zur Corona-Zeit ist es besonders wichtig, dass wir alle füreinander einstehen. Wenn Sie ein tolles Produkt oder eine tolle Dienstleistung haben, doch Ihnen fehlt vielleicht das Publikum und Sie möchten das Ganze etwas bekannter machen, dann haben Sie die Möglichkeit, hier bei Leben aktiv dies vorzustellen. Und wir sind immer offen und freuen uns über interessante Anfragen. Wenden Sie sich doch einfach per E-Mail an info@lebenaktiv.tv. oder weitere Informationen auch auf unserer Webseite www.lebenaktiv.tv. Und die dritte Möglichkeit, einfach telefonisch unter 0041 76 818 8431. Wenn Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung haben, von der Sie überzeugt sind, die Menschen müssen das erfahren, dann wenden Sie sich an uns. An dieser Stelle, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und eine gute Unterhaltung mit dem weiteren Programm hier auf Schweiz 5. Wir sehen uns nächste Woche wieder, übrigens mit einem spannenden Thema rund um CBD und neueste Erkenntnisse, wenn es um Corona geht. Vielen Dank in diesem Sinne, alles Gute, bleiben Sie gesund und bis nächste Woche.